Stadion. Föst gegen LASK, das ist Vergangenheit. Blau-Weiß-Linz gegen den LASK, das ist die Fußballgegenwart. Und auch wenn die Mannschaften nur in der Regionalliga bzw. in der ersten Liga spielen, gab es heute endlich wieder guten Besuch und tolle Stimmung im Linzer Stadion. Knapp 7000 Fans kommen zur Neuauflage des Linzer Stadtderbys. Das letzte Duell haben die Blau-Weißen vor 5 Jahren mit 3:0 gewonnen. Und sie scheinen exakt dort anzuknüpfen, wo sie damals aufgehört haben. Nach 27 Minuten probiert es Andreas Hoffmann mit einem Weitschuss und LASK-Torhüter David Wimleitner kann mit Mühe und Not abwehren. In der zweiten Halbzeit wird der LASK stärker. Das ist das Führungstor durch Stefan Nestl in der 61. Minute nach einem Eckball. Aber der FC Blau-Weiß-Linz lässt sich nicht entmutigen. Der Regionalligist zieht ein sehenswertes Kombinationsspiel auf. Und so gelingt dem völlig freistehenden Nigerianer Valentin Duru nur 8 Minuten nach dem 0:1 der Ausgleich. Ein Tor, das bei den Blau-Weißen zusätzliche Kräfte freimacht. Nach Flanke von Andreas Hoffmann erhöht Markus Hubich in der 74. Minute auf 2:1. Hier nochmals diese wunderschöne Aktion. Den Schlusspunkt setzt Wolfgang Bubenik mit dem 3:1 in der 90. Minute. LASK-Trainer Dieter Mirnek muss jetzt um seinen Job zittern. Einer muss der Sündenbock sein, okay, sollte ich es sein, muss ich damit leben, aber das Leben geht weiter. Ne? Für die Blau-Weiß-Fans ist der 3:1-Erfolg 5 Jahre nach der Fusion die größte Genugtuung. Jubel bei den Fans des Außenseiters im Linzer Stadion.